Weiter geht es mit einer weiteren Folge Police Simulator Patrol Officers. Wir machen weiter mit dem Highway Patrol DLC. Das heißt, wir fahren heute wieder auf dem Highway durch die Gegend. Kleine Info hier nochmal an dieser Stelle nebenbei. Wir spielen hier immer noch die Preview-Version. Kann also sein, dass sich da noch was ändert, dass Sachen angepasst werden, dass hier Sachen nicht richtig funktionieren und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Es gab jetzt aber die letzten Tage noch ein paar Updates für diese Preview-Version und mal schauen, was sich heute so alles geändert hat. Genau. Ich würde sagen, wir gehen hier am Tag auf Streife. Schichtdauer, das nehmen wir 45 Minuten. Machen wir es so lang? Oder lieber eine halbe Stunde? Oder 40 Minuten? Komm, wir bleiben mal ausnahmsweise bei 45 Minuten heute. Ich habe irgendwie Bock drauf und somit starten wir durch. Und ja, mal schauen. Mal schauen. Ich glaube, das Feature ist jetzt auch drin, dass man sich umziehen kann. Dafür müssen wir, glaube ich, da hinten an diesen Spind ran, wenn ich richtig gesehen habe. Genau. Charakter anpassen und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, uns umzuziehen, genau mit einem. Alles klar. Nee. Passt nicht ganz so zur Polizei. Gut, was können wir alles so durchschalten? Okay, das wäre die normale Uniform, die kennen wir ja schon. Das ist also die für den Highway. Ja, sieht schon highwaymäßig aus. Aber irgendwie finde ich. Ja, es ist natürlich in der Realität auch so, dass diese Uniformen getragen werden. Aber ich finde das halt irgendwie nicht so wirklich sicher. Also es wirkt einfach nicht so sicher, wenn du halt da bedenkst, in Deutschland Warnweste an und so weiter und so fort. Und hier die Highway-Polizei einfach komplett dunkel gekleidet, damit man die ja nicht sieht. Keine Ahnung. So ist es halt. So ist es halt. Also wir haben ja auf jeden Fall die Möglichkeit, einzelne Dinge abzuändern. Was haben wir denn noch hier so dabei? Ja, gut. Warum nicht hier als Biber durch die Gegend rennen? Warum nicht? Kann man machen. Okay, hier haben wir auch den anderen Hut. Man sieht es leider nicht so hundertprozentig korrekt. Ja, das liegt wahrscheinlich wieder an meiner Monitorauflösung, dass man das irgendwie nicht so ganz bedacht hat. Aber gut, so halb sieht man es, glaube ich. Ja, normalerweise müssten wir ja sowas hier aufziehen, glaube ich. Ich sehe es jetzt halt nicht so hundertprozentig korrekt. Das ist nur die Mütze für die Frauen, habe ich gerade gesehen. Das sind die für die Männer. Wobei ich nicht genau weiß, was der Unterschied sein soll, aber okay. Ich sehe es halt jetzt auch, wie gesagt, nicht so korrekt. Ich würde sagen, wir gehen also heute so gekleidet auf die Straße, speichern und verlassen. Ja, kann ich jetzt auch wieder per Tastendruck die Mütze entfernen? Nö, das geht jetzt hier tatsächlich noch nicht. Die Haare gucken ein bisschen durch. Okay, ups, das war die falsche Taste. Ja, und die Haare, wie gesagt, gucken ein bisschen durch. Das müsste man vielleicht auch noch mal ein bisschen anpassen, aber okay. Es gab in letzter Zeit Beschwerden wegen Rasern. Können Sie da bitte besonders drauf achten? Verstanden. Ich würde, glaube ich, gerne in der Folge mal mit dem Fahrzeug auf die Straße gehen. Das heißt aber, dass wir da noch mal den Skin anpassen müssten. Dass es einfach ein bisschen besser zum Highway passt. Wer kann helfen? Drogenhandel gemeldet auf der Autobahn. Ja, läuft. Das ist gegenüber auf dem Rastplatz. Aber wir kümmern uns erstmal um unser Fahrzeug. Wir haben uns ja jetzt schon passend angezogen. Jetzt statten wir hier unser Fahrzeug noch ordentlich aus. Beziehungsweise passen es noch ein bisschen an. Das müsste dieses Fahrzeug hier sein. Genau da wechseln wir gerade einfach mal den Skin. Nö. Ja, das finde ich besser. Nehmen wir das einfach mal. Und dann können wir eigentlich schon wieder hier die Garage verlassen. Ich glaube, angepasst hatte ich hier das Fahrzeug schon, oder? Wir gucken gerade nochmal rein. Ich will gerade nochmal reinschauen, ob wir vorher... ich wollte gerade aussteigen. Gut, dann können wir auch einfach hier so nochmal nachschauen, ob das wirklich so passt. Notlichter, Pylonen. Okay, passt noch nicht. Hatte ich doch noch nicht angepasst. Alles klar. Dann machen wir gerade hier mal Feuerlöcher rein. Und was brauchen wir noch? Wir brauchen noch die Nagelsperren. Genau, da haben wir Notlichter dabei. Pylonen, Straßenabsperrung. Hat mir sonst noch irgendwas Passendes dabei? Beweismarkierung, Feuerlöcher, Notlichter, Pylon, ja, Straßenabsperrung, Nagelsperren und Feuerlöscher. So sollten wir eigentlich passend ausgerüstet sein. Passender Skin, passende Ausrüstung, ganz viele Kameras am Fahrzeug. Dann können wir uns hier auf den Highway begeben und schauen einfach mal, was wir hier alles heute so entdecken. Ja, aber der Skin sieht auch nett aus und ich finde, es passt auch ziemlich gut zu dem Fahrzeug. Oder? Meint ihr nicht? Sieht so richtig schön nach Autobahn aus. Ich wollte gerade eigentlich mal ein schönes Foto machen, aber irgendwie hat es nicht so ganz gut funktioniert. Also bleibe ich einfach mal kurz stehen.
Genau, Blaulicht funktioniert auch noch. Wunderbar. Na dann, wollen wir doch mal schauen, was wir heute alles so hier reinbekommen. Drogenhandel hatten wir ja eben schon mal vorgeschlagen bekommen, beziehungsweise als Einsatz reinbekommen. Der Fahrer hat eine verdächtige Fahrweise. Ja, der fährt jetzt schon wieder besoffen. Trümmerteile auf der Fahrbahn. Okay, das ist hier vorne. Das ist jetzt gerade ein bisschen schwierig, weil ich theoretisch alle drei Spuren sperren müsste. Ich bleibe einfach mal so in der Mitte hier stehen und hoffe, dass mich niemand umfährt. Ich beeil mich. Erstmal hier vor dem Fahrzeug das Teil entfernen. Dann kann ich vielleicht mal rüberfahren. Fahren wir gerade erstmal hier rüber. Ich versuche mich mit meinem Fahrzeug so ein bisschen hier zu schützen. So, Trümmer beseitigen. Was haben wir hier vorne? Das kann wahrscheinlich auch weg. Genau, und jetzt haben wir da drüben noch was rumliegen. Das Gute ist, wir haben den Verkehr jetzt so ein bisschen hier ausgebremst. Hätte ich vielleicht vorher auch durchziehen müssen, diese Taktik mit dem Schlangenlinienfahren. Aber wir hatten nicht ganz so viel Platz bis dahin. So, hier drüben haben wir nämlich auch noch was liegen. Und da vorne ist wahrscheinlich ein Unfall passiert, oder? Wenn sich da die Fahrzeuge so stauen. Irgendwo soll noch was rumliegen. Das war angeblich noch nicht alles. Ah, ich glaube, ich sehe es. Ich glaube, ich sehe es. Dafür müssen wir nochmal auf die mittlere Spur. Dürfte ich bitte? Ah, nee, das ist nur ein Streifen. Ah, da liegt aber noch was. Lass mich bitte einmal rüberfahren. Oder ist das auch nur ein Fleck? Das könnte auch nur ein Fleck sein. Na gut, Einsatz ist aber abgeschlossen. Ich glaube, das, was ich als Fleck auf dem Boden gerade betitelt habe, das war wirklich noch irgendwas zum Aufsammeln. Na gut. Dann kämpfen wir uns zurück. Lässt er mich rausfahren? Nicht so ganz, aber ich konnte trotzdem dran vorbeifahren. Oh ja, und da vorne haben wir wirklich ein Fahrzeug stehen. Sieht aber eher aus wie ein Pannenfahrzeug. Sieht jetzt nicht aus wie ein großartiger Unfall. Genau. Ja, okay. Ich fahre nochmal so ein bisschen hier rüber. Sieht auch so aus, als würden die Fahrzeuge jetzt die Spur wechseln, weil ich ein bisschen hier oder ziemlich nah an der Spur stehe. Aber ich finde, das Fahrzeug macht sich gut so für den Highway. Kann ich nicht meckern. Na gut. Sprechen wir gerade mal hier mit der Person. Schauen, was hier passiert ist. Aber dass die immer so im Qualm stehen müssen, das sieht immer ein bisschen komisch aus. Drogenhandel, ja, gerade keine Zeit, sorry. Muss ich mal ablehnen. Bin gerade mit anderen beschäftigt. Sind gerade mal nicht verfügbar. Der ist doch sowas von besoffen. Brauchen Sie Hilfe mit Ihrem Fahrzeug? Ich bin kein Experte, ich weiß nur, dass irgendwas kaputt ist. Rufen Sie bitte den Abschleppdienst. Da er sich sehr verdächtig verhält, würde ich sagen, ist ein Alkoholtest gerechtfertigt. Ich nehme nur schnell eine Probe, um zu sehen, ob Sie betrunken gefahren sind. 0,128. Er ist betrunken gefahren. Alles klar. Weil er betrunken gefahren ist, ich werde machen wir auch sicherheitshalber einen Drogentest. Vor der Fahrt Betäubungsmittel genommen haben. Okay, also. Er ist auf jeden Fall festgenommen. Weil er unter Alkoholeinfluss Fahrzeug gefahren sein muss. Das Fahrzeug steht zwar jetzt hier, aber ist ja die einzige schlüssige Sache. Somit Betäubungsmittel und Alkohol- oder Drogenmissbrauch am Steuer. Alkohol. Sie sind festgenommen. Ich werde Ihnen nun handschellen. Bitte tun Sie das nicht. Doch. So. Geht ja schon wieder gut hier los. Okay. Natürlich, weil wir ihn festgenommen haben, müssen wir ihn noch durchsuchen. Nehmen Sie bitte langsam die Hände. Ich werde Sie durchsuchen. Ja, da ist es hier mit der Panne ein bisschen doof gelaufen für ihn. Feuchte Trauben, Jojo, Ball, etwas Plastik. Okay, also jetzt da nichts Schlimmes in den Taschen. Oktober 23, das passt. Wir spielen hier in-game am 26.01.2023. Somit sollte das passen. Make-up, Taschenbuch, okay. Ich schaue einfach mal das Fahrzeug durch.
Ja, ist ja eh festgenommen. Nur um nochmal zu schauen, ob er noch irgendwas Illegales mit dabei hatte, wenn er schon illegale Dinge tut. Hier hinten können wir nichts machen. Bitte nicht überfahren, wenn ich jetzt gerade hier mal im Fahrzeug nachschaue. Danke. Wäre sehr schön, wenn ich nicht überfahren werde. Handfeuerwaffe. Hat er... Ich habe noch gar nicht nach seinem Perso gefragt, fällt mir gerade ein. Hat aber auf jeden Fall eine Handfeuerwaffe dabei. Da vorne ist wahrscheinlich auch schon wieder irgendwas passiert. Es ist, naja. Würden Sie mir bitte Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein zeigen? Okay, Officer. Bitteschön. Okay. Hat keinen Waffenschein, somit können wir Ihnen das auch nochmal anhängen. Brian Dixon. Ist aber noch gültig. Ist auch gültig. Brian Dixon passt, Pickup passt. Schauen gerade nochmal im System. Waffenschein, wie gesagt, nö, steht auch hier nochmal ganz schön zu sehen. Und ansonsten, Nummernschild muss ich gleich nochmal abgleichen. Haben wir 8ETR19. Ja, ich rieche Alkohol. Ich rieche Alkohol und eine Handfeuerwaffe. Das tun wir ihn gleich nochmal reinwürgen. 8ETR19, okay, passt. Alles klar, Klund. Grund für den Vorwurf hier, fügen wir auch noch illegaler Waffenbesitz hinzu. Ich muss sie festnehmen. Bitte, Officer. Aber der Verkehr scheint noch irgendwie abzufließen, auch wenn da vorne wieder irgendwas ist. Es scheint irgendwie vorwärts zu gehen. So, Gefangenentransport rufen. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Okay, jetzt muss der aber ganz schön Spuren wechseln. Ja, macht er auch. Ich habe gerade in deiner Nähe geparkt. Bin gleich bei dir. Ja, schön, dass du in meiner Nähe geparkt hast. Beeil dich, du stehst kacke. Okay, Partner. Ich bin da, um die verdächtige Person zu verhaften. Bitte kooperieren Sie und begleiten Sie mich zum Streifen. Falls du nicht gemerkt hast, er läuft ohne dich weg. Okay, jetzt hat sich die Situation geklärt. Alles klar. Gut, dann brauchen wir natürlich noch einen Abschlepper. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt wird. Schick bitte den Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. Der kommt da hinten direkt schon angefahren. Sehr schön. Denke mal, sobald der Kollege hier weg ist, kann der Abschlepper hin und dann haben wir hier gleich die Spur auch wieder frei. Ja, ich denke mal, dass da hinten entweder wieder eine Panne ist oder ein Unfall oder sowas in der Art. Also es ist gerade auch hier wieder viel zu viel wahrscheinlich. Na gut, ich bin wieder verfügbar für Funkeinsätze auf jeden Fall. Jedenfalls die paar Meter, bis wir dann da hinten ankommen. So, eingefädelt, perfekt. Was haben wir hier vorne? Eine Baustelle. Ah, und Unfallfahrzeuge. Oder Pannenfahrzeug nur. War da vorne jetzt nicht ein Unfall, oder? Nö, es scheint wirklich hier nur wieder weiteres Pannenfahrzeug zu geben. Wenn ich richtig sehe. Gut, wir bleiben einfach mal so stehen. Und schauen mal, dass wir das hier auch sehr schnell abarbeiten. So, vom Weiten wirkt sie jetzt erstmal nicht betrunken. Somit denke ich mal, könnte das eine ganz schnelle Nummer werden. Wir sprechen gerade mal mit ihr. Unfallzeugen befragen. Ist hier doch ein Unfall passiert? Boah, das Taxi, ich wäre noch schneller vorbeigefahren. Digga, macht mal langsam. Blaulicht, Stau und so weiter. Okay, sie hat anscheinend einen Alleinunfall gehabt, so wie es aussieht. Können Sie die Umstände beschreiben, die zu dem Unfall geführt haben? Ich bin mir nicht sicher, Officer. Alles so schnell. Ja gut, ich kann den Einsatz gerade nicht das annehmen. Wir sind hier dabei. Das Aufspüren des Fahrzeugs ist aktuell nicht möglich. Zeigen Sie mir bitte Ihren Führerschein und wenn möglich einen Versicherungsnachweis. Ja, natürlich, Officer. Es wurde eine Person mit offenem Haftbefehl gesichtet. Die Person fährt im beschriebenen Fahrzeug. Ich kann gerade leider nicht. Tut mir echt leid, es sind coole Einsätze, die reinkommen, aber ist gerade ein bisschen schwierig. Da müsste ich sie jetzt hier stehen lassen. Virginia Wilson hat einen Waffenschein, Ablaufdatum 21. Gute Frau. 21 ist schon lange vorbei. Und hat geweitete Pupillen. So viel zum Thema. Ja, das werden wir wahrscheinlich hier schnell erledigt haben. Also, wir geben ihr auf jeden Fall schon mal hier ein böses Dudu, weil sie mit einem abgelaufenen Personalausweis durch die Gegend gefahren ist.
Hier ist ein Strafzettel wegen Mitführens eines abgelaufenen Ausweises. Weil sie geweitete Pupillen hat, würde ich. Sie vermiesen mir den Tag. Würde ich dann einfach mal vorschlagen, dass wir einen Drogentest machen. Ich werde einen Test machen, um zu sehen, ob sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Amphetamin. Amphetamin. Was ist denn hier wieder los? Bitte kooperieren Sie friedlich, während ich teste, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Also betrunken ist sie nicht, aber Drogen. Bevor ich sie festnehmen, wollte ich hier gerade noch was nachschauen. Das ist abgelaufen. Versicherungsstatus ist auch ungültig. Okay. Dann Verstoß bestrafen, Fahrer, kein Versicherungsschutz. Kriegt sie das auch direkt nochmal. Einen Strafzettel wegen des fehlenden Versicherungsschutzes. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Ohne Handschellen kann sie noch die Zettel besser wegstecken. So, jetzt hören wir mal weiter. Also, festgenommen wegen Betäubungsmittel, Drogen oder Alkohol oder Drogenmissbrauch am Steuer, Amphetamin. Ich muss sie festnehmen. Was? Jawohl, okay, dann durchsuchen wir sie. Ich muss sie durchsuchen, um festzustellen, ob sie etwas Illegales bei sich führen. Kaugummi, Handfeuerwaffe. Sie hat aber auch einen Waffenschein, oder? Wenn ich jetzt nicht falsch bin, genau, sie hat einen Waffenschein. Vom Foto her müsste es eigentlich auch passen, denke ich mal. Okay. Okay, 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 okay. Dann würde ich jetzt gerade mal bei ihrem Auto reinschauen, ob wir da noch irgendwas finden. Münzen, Notizbuch, Fidget Spinner. Okay. Schauen wir auch mal in den Kofferraum rein. Taschenmesser, menschliche Zähne, Notizbuch und Schokolade. Warum man hier Zähne durch die Gegend fährt, keine Ahnung. Manche Leute stehen da anscheinend drauf, ich weiß es nicht. Springmesser. Das ist aber jetzt doof für die gute Frau. Grund für den Vorwurf, illegaler Waffenbesitz mit Führung eines Springmessers. Was? Ja. Sie sind festgenommen. Dann lassen wir sie abholen. Würde ich jetzt gar nicht mehr hier weiter irgendwie rummachen, sondern direkt abholen lassen. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ich wiederhole, Verstärkung benötigt. Die nächstgelegene Einheit wird an ihren aktuellen Standort geschickt. Unfallbericht kriegt sie dann, wenn sie im Knast ist. Machen noch ein paar Bilder. Weil ich hier ein bisschen Angst habe, Fotos zu machen. Gleich bei deinem Standort. Aber der Kollege bremst ja jetzt den Verkehr aus, deswegen kann ich jetzt ungestört rumlaufen. Hey, ich werde bitte Sie zu kooperieren, direkt in Haftwagen zu begleiten. Ich habe keine andere Wahl. Ja, sie hat keine andere Wahl. So, haben wir sonst noch irgendwelche Bots, die wir fotografieren müssen? Ich glaube ja nicht. Oder? Doch, hier drüben. Und da auch nochmal ein Punkt. Und dann ist der Bericht theoretisch vollständig. Wie gesagt, den kriegst du dann auf dem Polizeirevier in die Hand gedrückt. Und dann könnten wir hier theoretisch das Fahrzeug auch abschleppen lassen. Und ich habe hier dann einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. Ein Abschlepper wird in ein paar Minuten eintreffen. So, wir fahren weiter. Ich aktiviere mal wieder die Funkeinsätze. Ach nee, oder? Da fahren wir jetzt mal vorbei. Da fahren wir jetzt mal vorbei. Ich kann jetzt hier nur nicht ständig alle zwei Meter irgendwie stehen bleiben, weil irgendwo Pannenfahrzeuge sind. Das ist dann wieder zu viel des Guten. Wir wollen ja auch ein bisschen Abwechslung hier in der Folge haben. Jetzt wollte ich hier gerade mal ein Foto so machen. Die Kamera dreht sich halt immer zurück. Na gut. Also Funkeinsätze sind auf jeden Fall wieder aktiviert. Mal schauen, was wir dann so reinkriegen. Ich würde ja total gerne mal so eine Verfolgungsjagd haben. Vor uns fährt wieder einer besoffen. Ja, hier das Fahrzeug neben dem LKW gerade. Links daneben. Dienst an der Wiegestation würde ich jetzt auch mal sagen, nö, machen wir nicht.
das nächste Fahrzeug vor dem Besoffenen. Wir haben jetzt gerade da eine besoffene Person gehabt, jetzt haben wir da die nächste besoffene Person. Ja, nice. Ich kann nicht alle besoffenen Leute rausziehen. Das geht nicht. Das kriege ich nicht hin. Da sind wir jetzt so 45 Minuten dabei, Personen rauszuziehen. Da haben wir ein Fahrzeug, was ein bisschen qualmt. Und auch wieder zwei Besoffene. Die fahren beide Schlangenlinie. Der rote Smart und der Pickup daneben. Beide besoffen. Er muss auf jeden Fall noch... Also die Entwickler müssen wirklich mal diese Quote unterschrauben, wie oft irgendwelche Fälle auftreten. Habe ich nicht gesehen, da war kein Unfall. Ja, das sind halt alles Dinge, die kennen wir schon. Ja, Unfall jetzt da abarbeiten. Vor uns der im Smart, die Person ist auch schon wieder besoffen, fährt auch schon wieder Schlangenlinie. Bestätigt. Straßensperre. Eine Straßensperre wird jawohl. In Kürze am Zielort errichtet. Straßensperre errichten. Das ist doch mal was Neues. Bitte Platz machen, danke. Ja, nicht vor den Streifenwagen fahren, sondern Platz machen, danke. Ja, schön, dass ihr alle vor mich fahrt. Wow. Nur mal ganz kurz die Kontrolle verloren, alles gut. Das ist jetzt natürlich noch auf dem Weg zum Einsatzort hier verunglückt. Die erste Kurve nicht bekommen. Da bin ich jetzt mal gespannt, was wir da so machen müssen. Weil wir sollen die Straßensperre ja auch überwachen. Also, bin mal gespannt. Inwiefern. Fahrzeug hinstellen, aussteigen, einfach nur gucken. Da ist die nächste besoffene Person. Bitte Platz machen, danke. Aber wie gut es aber eigentlich klappt. Also, die machen schon Platz. Will da die flüchtende Person irgendwie in die Stadt rein flüchten, kann das sein? Weil wir sind jetzt gleich hier in der Stadt unterwegs, so wie es aussieht. Straßensperre muss in der Stadt errichtet werden. Alles klar. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier der eine Streifen fehlt, oder? Von der Straße. So, ich kann mich gerade nicht ganz so gut umgucken, weil ich oft mit der anderen Hand gerade die andere Sirene anschalte. Ich habe das Gefühl, da machen die Fahrzeuge besser Platz. So, da soll die Straßensperre errichtet werden. So, Fragezeichen. Ich stelle mich gerade mal so hin und nehme mal ein Nagelband raus. Nagelsperre nehmen. Das Problem ist halt nur, dass ich hier alleine wahrscheinlich nicht viel ausrichten kann, oder? Die andere Spur müsste theoretisch auch noch gesperrt werden, finde ich persönlich. So, wir haben mal die Waffe gezogen. Für den flüchtigen Fahrer. Wow! Gefunden! Zum Glück habe ich ein Fahrzeug, was stabil steht wie ein Panzer. Ich habe gerade nicht gesehen, dass das Fahrzeug hier so angerast kommt. Ich war gerade überlegen, ob das andere Fahrzeug hier an der Seite ist. Und dann, ja, gerade nochmal auf das Bild geschaut und dann quietschende Reifen gehört. Alles klärchen. Handschellen anlegen. Flüchten. Sie haben sich Vollstreckungsmaßnahmen. Wahrscheinlich, gesetzt. Genau, flüchtigen Fahrer. Bitte kooperieren Sie und gehen Sie auf den Bürgersteig. Bitte, hat der voll mein Auto gerammt. Normalerweise wäre mein Auto aber bis sonst wohin geflogen. Und ich wahrscheinlich hinterher. Gut.
Nicht, dass hier noch jemand platte Reifen kriegt. Aber das war jetzt so der erste, etwas spannendere Einsatz mal. Es war schade, dass mein Auto so stabil gestanden hat und nicht auch noch durch die Gegend geflogen ist, aber ist okay. Auf der Fahrbahn. Kann jemand antworten? So, wir durchsuchen ihn erstmal. Arbeiten Sie bei der Durchsuchung bitte mit mir zusammen. Die verdächtige Person flieht. Ja, irgendwas ist wieder passiert. Ich kann nicht alles auf einmal machen. Also wir haben eine Handfeuerwaffe auf jeden Fall. Funkeinsätze deaktivieren wir gerade mal. Eine Handfeuerwaffe. Okay. Ich hätte gerne Ihren Ausweis und, wenn möglich, die Fahrzeugversicherung, bitte. Natürlich, Officer. Bitteschön. Wäre jetzt noch interessant zu wissen, warum er geflohen ist. Können wir gleich nochmal nachschauen. Offener Haftbefehl wahrscheinlich oder keine Ahnung. Schade halt, dass keine anderen Streifenwagen hinter ihm hergefahren sind oder so. Also so richtig verfolgungsjagdmäßig. Und dann noch andere Kollegen hier vorhanden gewesen wären. Naja. Waffenschein hat er, nein. Offener Haftbefehl, ja. Okay. Aber gut. So ein Einsatz bringt ein bisschen mehr Spannung mit rein, weil wäre ich jetzt nicht hinter meinem Fahrzeug gewesen und er wäre vielleicht irgendwo anders vorbeigefahren, ich hätte einfach so auf der Straße gestanden, der hätte mich bestimmt umgemäht. Also, man muss schon ein bisschen aufpassen dann hier, sehr cool. Okay, offener Haftbefehl. Waffenschein hat er keinen gehabt, Versicherungsstatus abgelaufen. Okay. Also. Was hatten wir da? Versicherungsschutz war abgelaufen, genau. Ich belege Sie wegen Fehlens einer gültigen Versicherung mit einem Bußgeld. Warum ist das so teuer? Ja, weil halt. Dann nochmal Grund für den Vorwurf, illegaler Waffenbesitz. Sie sind festgenommen, da Sie eine Waffe ohne gültigen Waffenschein mitführen. Bitte, Officer. Officer? Ja, hallo. Durchsucht haben wir ihn ja schon. Dann würde ich mich jetzt mal um das Fahrzeug da kümmern. Beziehungsweise, naja, normal müsste ich auch mal umparken, damit wir hier die Stelle ein bisschen abgesichert haben, aber gut. Aber cool, dass wir jetzt hier mal in die Stadt reingefahren sind. So, keine Gegenstände gefunden. Aber mein Fahrzeug hat wirklich keinen Kratzer. Nichts. Das stand da wie eine Wand. Krasses Ding. Okay, ja, Fahrzeug durchsuchen. Schauen wir gerade nochmal hinten rein. Keine Gegenstände gefunden. Ja, den sein Auto hat es ein bisschen doller erwischt. Sieht voll ein bisschen zerknautscht aus. So. Dann haben wir das Fahrzeug gleich mal durchgeschaut. Ja. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte den Abschleppwagen an meinen. Ich denke ja nicht, dass ich hier Fotos machen muss, oder? Ein Abschlepper wurde bereits an Ihrem Standort geschickt. Also theoretisch eine Realität natürlich. Musst du alles festhalten auf Foto. Aber ich glaube hier in dem Fall wurscht. So. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ich wiederhole, Verstärkung benötigt. Verstanden, ich schicke die nächstgelegene Einheit an Ihren Standort. Jo. Dann haben wir den Einsatz mit der Straßensperre erfolgreich abgeschlossen, würde ich sagen. Ich habe jetzt nur mit gerechnet, dass die Straßensperre vielleicht eher auf dem Highway stattfindet und nicht hier in der Stadt. Aber gut. Hat ja auf jeden Fall funktioniert. So, wir warten jetzt noch kurz. Boah, beinahe. Kollegen überfahren. Ist noch ein bisschen chaotisch. Ich lasse auch noch mal das Blaulicht an. Verkehr so ein bisschen auszubremsen. Boah, ich freue mich schon auf die erste Verfolgungsjagd. Gucken, wie unser Pit-Manöver dann funktioniert. So, wir fahren mal wieder zurück auf den Highway. Boah, rote Ampel. Ach, ich bin aber irgendwie ein bisschen froh drum, dass wir jetzt auf dem Highway rumfahren können und nicht mehr hier in der Stadt an den ganzen Ampeln stehen. Das ist schon auf jeden Fall ganz cool. So. Ich bin ein bisschen schnell unterwegs.
So, wir müssen ja dann nach vorne wahrscheinlich wieder links fahren. Deswegen dränge ich mich gerade mal vor den Kollegen. Ja, da müssen wir gleich laut Map, die wir hier in der Mitte gerade sehen auf dem Bildschirm, müssen wir gleich wieder auf dem Highway unterwegs sein. Ich finde es aber cool, dass man halt so fließend in die Stadt überfahren kann oder wieder reinfahren kann. So, da sind wir wieder in unserem Revier. Na, was ist hier los? Einfach nur Stau? Okay. Der LKW hat schon den Warnblinker an. Der LKW-Fahrer ist auch besoffen, nur mal so nebenbei bemerkt. Und rechts haben wir wieder ein Pannenfahrzeug. Fahren wir aber dran vorbei. Wir aktivieren mal wieder die Funkeinsätze. Habe ich gerade einen Unfall gehört? Ja, habe ich da drüben. Das ist einfach wieder zu viel. Zu viel des Guten. Wenn der rechts rüberfährt, kann ich auch links bleiben. Ich kann mal gucken, was wir hier Schönes haben. Okay, nur so ein kleiner Parkplatz. Perfekt zum Drogendealen. Ich denke mal, dass diese Deals bestimmt an so kleinen oder auch so Parkplätzen stattfinden hier. So. Wie nah wir aber eigentlich ranfahren müssen an die Fahrzeuge, um die Geschwindigkeit messen zu können. Oder auch um die Kamera zu nutzen. Sicherheitsabstand gibt es da nicht so wirklich. Wir haben eine offene Wiegestation, die besetzt werden muss. Was haben wir hier Schönes? Ein Hotel. Wir schauen uns einfach so ein bisschen hier um. Gerade mal. Ah, hinten haben wir noch Wohnwagen rumstehen. Alles klar. Auch ein perfekter Ort zum Drogendeal. Ah, Motel, nicht Hotel. Okay. Ja, sonst aber hier alles in Ordnung. Laufen auch ein paar Leute rum. Okay. Boah, Rastplatztoilette da vorne, oder? Der Albtraum eines jeden Menschen. Falls es eine Toilette sein soll, aber ich denke mal schon. Ja, gerade ist mal ein bisschen ruhiger, bin ich aber auch mal ganz froh drum, dass wir nicht alle zwei Sekunden ein Pannenfahrzeug haben oder einen Unfall oder.
Oh. Ich kann versuchen, das Fahrzeug zu lokalisieren. Gestohlenes Fahrzeug. Na dann. Farbe unbekannt, Zweitürer. Das ist natürlich eine tolle Beschreibung. Nummernschild haben wir 4TH298. Ich folge einfach gerade mal so ein bisschen dem Navi. Hoffe, das führt uns zum richtigen Ziel. Mal wieder ein Pannenfahrzeug. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Das wird auch knapp. So. Wackelndes Fahrzeug wieder abgefangen. Seht ihr mich? Seht ihr mich? Bleibt ihr stehen? Wollen wir es hoffen? Perfekt. Gut. Es wird so schwierig, das Fahrzeug zu finden dann. Bei Zweitürer könnte ich mir vorstellen, dass es in Richtung Smart geht. Falsche Taste. Aber das nächste Pannenfahrzeug, es geht wieder los. Na komm, fahr rüber. Mach Platz. Danke. Jetzt soll ich schon wieder wenden? Okay. Ist also doch da drüben unterwegs, oder wie? Was ein Gegurke. Oh oh, Baustelle. Wow. Sobald man die Tröte anmacht, machen die Fahrzeuge Platz. Sobald man auf die andere schaltet, fahren die wieder rüber stellenweise. Also die Sirene bewirkt was. So kann man sich die Spur freiräumen. Mit der anderen Sirene nicht so ganz. Und am besten wäre an der Fahrt die ganze Zeit die 3 gedrückt halten, wenn ihr Platz haben wollt. Sag mal, kann ich ihn nirgendwo wieder wenden? So, Platz machen. Platz machen. Okay, da fahren gerade halt Autos, da leuchtet eine Person auf der Straße. Was? Okay. So, jetzt wieder zurück. Das Fahrzeug muss doch auf der anderen Spur unterwegs sein. Seht ihr mich? Seht ihr mich? Interessiert euch nicht? Okay. So, jetzt müssten wir aber auf der richtigen Fahrspur sein, auch in der richtigen Stelle, damit wir das Fahrzeug finden können. Wird halt trotzdem schwer, das Nummernschild während der Fahrt zu erkennen. So ohne Bild und so, alles Mögliche, ohne Farbe. Schwierig. Digga. Ich will vorbei, danke. So, da vorne wäre zum Beispiel ein grauer Smart. Kann ich das so besser erkennen? Das ist nicht das Nummernschild. Das ist auf jeden Fall nicht das Nummernschild. Da vorne wäre ein grüner Smart und ein roter. Fährt auf jeden Fall besoffen. Das ist nicht das Nummernschild. Ich schaue nochmal bei dem roten.
Das ist auch nicht das Nummernschild. Ah, vielleicht da vorne. Moment mal. Lass mich mal hier schauen. Auch nicht. Ich schaue nochmal hier. Das würde auch keinen Sinn ergeben, so wirklich. Das ist kein Zweitürer. Das wäre ein Zweitürer. Und laut Map könnte es auch passen. Ich sehe nur das Nummernschild gerade nicht, die Sonne blendet und so. Ich sehe das Nummernschild nicht. Ich kann es nicht lesen. Ich versuche hier gerade mal ein bisschen aufzuholen. Mal neben ihn zu fahren. 4TH. Wir ziehen ihn raus. Boah, der gibt aber ordentlich Gas. Das muss er hier sein. Okay, fährt auch direkt rüber. Versucht zu fliehen. Okay. Wir können auch jetzt eine Straßensperre anfordern. Okay. Er hat auf jeden Fall ein Fahrzeug mit ordentlich PS. Wenn der Gas gibt, ist es für mich schwer, da mitzuhalten. Kannst du mal davor setzen, versuchen auszubremsen? Wenn ich jetzt noch die Taste wüsste für die Waffe. So, raus aus dem Fahrzeug. Die hat mein Auto gerammt. Da hört der Spaß auf bei mir. Polizei! Was war nochmal der Taser? Ich hoffe, das hier. Sofort stehen bleiben! Auf dem Highway hier getasert, damit man schön auf die Straße fällt. Jawohl. So, erstmal festnehmen. Wegen Flüchten. Ich lege Ihnen Handschellen an. Dann gehen Sie bitte auf den Bürgersteig. Was? Auf den Bürgersteig. Ja, auf den Bürgersteig. Genau. Ja, okay. Hat ihm mein Auto gerammt, aber ich glaube, das war eine ganz nette Variante, wie wir sie gestoppt haben. Ich werde Sie zur Polizeidienststelle begleiten. Wir laufen erstmal hier jetzt an die Seite. Alternative wäre jetzt ein Pitmanöver gewesen oder halt die Straßensperre anfordern. Wollte es jetzt aber mal so versuchen, ob wir das so recht schnell beenden können. Hat funktioniert. So, machen wir mal weiter. Also. Ich muss Ihren Ausweis sehen. Genau, erstmal nach dem Ausweis Sie, fragen. Officer. Trisha Kfouri. Okay, ist noch gültig. Kein Waffenschein. Alles klar, schauen wir doch gerade mal im System. Okay, hat kein Fahrzeug. Ja, Kfouri Trisha. Ich muss sie durchsuchen. Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen. Hatten wir das schon gemacht? Ich glaube nicht, oder? Leider haben wir das Fahrzeug Handfeuerwaffe. Verloren. Ja, jetzt ist hier der Einsatz angeblich fehlgeschlagen, weil ich das Fahrzeug angeblich nicht gefunden habe. Das ist irgendwie auch noch ein Fehler. Ich habe es ja eindeutig gestoppt. Weiß nicht, was das Spiel da manchmal von mir möchte. Wir hatten letztens auch einen Einsatz gehabt. Da ist auch die Zeit weitergelaufen, obwohl wir die Person schon festgenommen hatten. Also, scheiß drauf. Gut. Also, wir gehen mal davon aus, dass das Fahrzeug gestohlen ist. 4TH ist eigentlich... Es ist doch ihr Fahrzeug. Trisha Kfouri. Eingetragener Besitzer, Trisha Kfouri. Eingetragen, ja. Kennzeichen 4TH298. Es ist ihr Fahrzeug. Es wurde von ihr selber gestohlen. Was?
Das Fahrzeug wurde von ihr als gestohlen gemeldet, wurde von ihr selber geklaut. Es ist hier auch, also... Das Komische ist nur hier vom Perso aus. Vom Perso aus. Hat sie kein Fahrzeug. Aber vom Fahrzeugnummernschild aus ist sie der eingetragene Besitzer. Ich kann sie also nicht wegen Fahrzeugdiebstahl belangen, ich kann sie wegen Fliehen belangen. Weil sie ja vor mir abgehauen ist. Ihre Schicht ist um, Officer. Und sie hatte, glaube ich, eine Waffe dabei, gell? Ich werde mit der Durchsuchung fortfahren. Bitte kommen. Ich will gerade nochmal nachschauen. Ich glaube, sie hat eine Waffe gehabt. Ja, Handfeuerwaffe, Wurfstern und so weiter, okay. Sie sind festgenommen. Nein, bitte nicht, Officer. Och, nö. Das ist eine ganz strange Situation wieder. Wahrscheinlich, weil die Mission ja fehlgeschlagen ist, weil ich angeblich das Fahrzeug nicht gefunden habe und nicht gestoppt habe. Wahrscheinlich zeigt das Spiel jetzt an, deswegen, dass irgendwie, keine Ahnung, sie der Fahrzeugbesitzer ist oder die Fahrzeugbesitzerin. Ich kann auch das Fahrzeug jetzt nicht durchsuchen, sondern kann hier nur einen Strafzettel anbringen. Kann halt sein, dass das Fehlerchen sind, die noch der Preview-Version geschuldet sind. Also da drücken wir jetzt einfach nochmal ein Auge zu. Ansonsten, ich würde sie jetzt abholen lassen. Beziehungsweise, wir können sie auch selber mitnehmen. Ich nehme sie mit aufs Revier. Weil wir fahren ja jetzt eh zum Revier. Denke ich mal. Steigen Sie bitte in den Wagen. Sonst nur eine passende Wache aussuchen, wo wir hinfahren. Nicht diese kleinen Häuschen, sondern wir müssen schon zu einer richtigen Polizeistation fahren. Genau, jetzt hätten wir auch hier fast unser Gebiet verlassen, unseren Highway. Gut, wir müssten also dann dort wahrscheinlich hinfahren. Oh Gott, wie viel wir da rumgurken müssen, bis wir da hinkommen. Ah, Moment, irgendwas wird da doch auch falsch angezeigt von der Streckenführung, oder? Wenn wir jetzt hier zurückfahren, müsste man ja theoretisch dann hier drauf fahren können, dann zack, bumm und dorthin, dann wären wir da. Alles andere wäre Blödsinn. Gut. Schauen also mal, dass wir dann da vorne irgendwo wenden können. Ah, können wir sogar. Perfekt. Konnte ich das Fahrzeug abschleppen lassen? Nö, kann ich nicht. Dann bleibt es jetzt einfach hier so stehen. Ja, mein Fahrzeug nimmt jetzt wahrscheinlich noch Schaden beim Wegfahren, oder? Nö. Wir haben das Recht auf einen kompetenten und unabhängigen. So. Ja, war aber eine ganz erfolgreiche erste Verfolgungsjagd, finde ich. Kann das dann. Ach nee, das ist das Fahrzeug da vorne, was so dolle raucht. Wenn wir nah genug dran fahren, dann merkt man den Rauch nicht. ja, moin. So, dann haben wir die nächste besoffene Person. Jetzt zeigt übrigens die Map auch einen richtigen Weg an. Dass wir jetzt hier abfahren müssen. Das passt. Und dass wir jetzt hier gleich die Schleife fahren, das passt. Und dann sind wir auch schon in der richtigen Fahrtrichtung. Dann sind wir bald bei der Polizeistation. Mussten wir halt jetzt eine raussuchen, wo auch Fahrzeuge stehen, weil die Polizeiwagen sind größer. Okay, Fahrzeug hat ein abgelaufenes Kennzeichen vor uns. Haben unsere Kameras erkannt. Das ist bei dem Fahrzeug hier halt ganz cool, dass du halt die ganzen Fahrzeuge so abcheckst beim Vorbeifahren, beziehungsweise beim Hinterherfahren. Man muss da ziemlich nah dran fahren an die Fahrzeuge. Aber man sieht halt dann trotzdem schon, was man den Leuten vorwerfen könnte. Was so an sich eigentlich richtig cool ist. Oh. Muss jetzt gerade einmal ein bisschen ausweichen. Heilige Scheiße, zum Glück haben wir eine gute Bremse. Und zum Glück kam da gerade keiner. Ich musste... Uiuiuiui. Da ist man ja gerade so ein bisschen am Gähnen, weil man noch ein bisschen müde ist, weil es so früh am Morgen ist, gerade wo ich aufnehme.
Gerade ist aus dem Bett gefallen. Oh, und dann so eine Aktion wieder. Naja, wir haben die Polizeistation erreicht. Die festgenommene Person hat das Gefängnis unbeschadet erreicht. Wir müssen auch irgendwann nochmal mit dem alten Fahrzeug losfahren. Und mit dem hier. Ja, da haben wir ja die Vorrichtung vorne dran. Das wäre jetzt natürlich passend gewesen. So hätten wir das Fahrzeug auch locker stoppen können. Naja, wir werden noch die Gelegenheit haben, wo wir dieses Stopp-Feature hier benutzen können. So, die gute Frau, da ist sie. Die ihr eigenes Fahrzeug gestohlen hat und ein Polizeiauto gerammt hat. Und so weiter und so fort. Das hätte ich ihr vielleicht auch noch vorwerfen können. Nicht nur, dass sie geflohen ist, sondern dass sie auch noch Polizisten gefährdet hat und so weiter. So, da wären wir. Müssen wir jetzt nur noch mal die Gefängniszellen suchen und dann, ja, können wir schon Feierabend machen. Ist die Zelle 1 frei? Bitte, die ist frei. Bleiben Sie ruhig und kooperieren Sie. Sehr gut. 220 Punkte für bekommen, kein Fehlerpunkt. Perfekt. 742 Punkte erhalten. Keine Sachen falsch gemacht. Nicht schlecht. Brauchen wir nicht meckern. Dann machen wir Feierabend. Haben wir uns jetzt, glaube ich, wohl verdient. Ja. Überall Bonuspunkte für bekommen. Sehr schön. Gut. Haben wir auch wieder einen Stern erhalten. Perfekt. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende der Folge. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls ja, würde ich mich selber ein Like freuen. Gerne auch den Kanal abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten und gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Würde dem Kanal wirklich sehr weiterhelfen und dir natürlich auch Vorteile verschaffen. Genau. Ja, dann kleine Info noch nebenbei. Falls ihr auf der Suche seid nach diesem Spiel hier, dann könnt ihr gerne mal in die Videobeschreibung reinschauen. Dort findet ihr einen Affiliate-Link zu Instant Gaming und zu Amazon. Könnt ihr euch günstig über diese Links das Spiel kaufen und wie gesagt, wenn ihr jetzt über diese Links macht, unterstützt ihr auch gleichzeitig den Kanal für euch, kosten die Spiele trotzdem nicht mehr. Genau, dann vielen Dank für die Unterstützung und vielen Dank fürs Zuschauen und auch mal an dieser Stelle vielen Dank an die ganzen Mitglieder, die ihr gerade hier auf der linken Seite vom Video seht, für die tolle Unterstützung und genau, dann bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.